Hallo. Hallo. Ja, wir sehen hier das Auto der Zukunft, in dem man auch wirklich spielen darf, wie man hier sieht. Natürlich nicht als Fahrer, sondern als Beifahrer. Tatsächlich. Ja. Genau. Man kann natürlich auch als Fahrer spielen im Stand. Wir wissen natürlich jederzeit, in welchem Fahrzustand sich unser Fahrzeug befindet. Und sobald das Fahrzeug die Fahrt beginnt, sperren sich Spiele auf dem Fahrerdisplay, um eben eine sogenannte Driver Distraction sicherzustellen. Und verkehrsrelevante genau, Dinge. Damit eben noch Navigation funktioniert, noch Musik, Radio, solche Themen. Aber alles, was hochkomplexes Bewegtbild sind Themen, die wir dann blockieren. Wir kennen das über Innenraumkameras, wohin auch der Fahrer schaut. Der Beifahrer kann sämtliche Inhalte natürlich auch während der Fahrt nutzen. Er muss sich ja nicht aufs Fahrgeschehen konzentrieren. Man kann tatsächlich auch einen PS4-Controller und einen PS5-Controller sämtliche Controller, die auf dem Markt erhältlich sind. Bluetooth. Über Bluetooth gekoppelt, genau. Und der Beifahrer kann während der Fahrt spielen, kann natürlich auch Filme schauen oder Videos. Ja. Und nur Android-Spiele oder jetzt auch? Wir haben eine Android-Plattform und darüber integrieren wir unsere Spiele. Aber wir haben auch eine Unity-Engine verbaut, das heißt auch, das wäre möglich. Wie ist denn so die Spieleleistung, also vom Prozessor her? Also ich denke, meine Xbox ist es jetzt nicht, ne? Oder eine PS5. Genau, aber deswegen ist das auch ein Cloud-basiertes Spiel. So, das heißt, wir streamen es über die Cloud. Diese Apps kommen übers Entertainment-Paket, über das sogenannte Entertainment-Paket. Der Kunde bekommt in dem Entertainment-Paket einerseits den App-Pass. Darüber hat er Zugriff zu allen unseren Apps in unserem App-Store. Über Mercedes oder über? Über Mercedes, genau. Und zusätzlich noch ein Datenpaket, wo er unlimitierte Daten hat. Das heißt, wenn ich ein Super-User bin, dann schön für mich, kann ich besonders viele Daten nutzen. Wenn ich es nicht so viel nutze, auch in Ordnung, aber wir verknüpfen eben Datenpakete mit den Apps, damit der Kunde das bestmögliche Erlebnis hat. Kostenpunkt steht, denke ich mal, noch nicht fest. Wie ist denn der Kostenpunkt zum Auto? Kostenpunkt sind 120 Euro im Jahr. Ah, okay, und der Wagen? Der Wagen hier, da müsste ich schauen, da an der Wand steht es, glaube ich. Soll er nächstes Jahr erst in Serie gehen? Der ist ja schon da, das Fahrzeug ist schon da. Also ab nächstes Jahr kommt die passende Software mit den Spielen in den Markt und Kunden, die heute schon ihr Fahrzeug kaufen, bekommen es über Over the Air. Ist ein reines Elektrofahrzeug oder das ist ein Hybrid. Ah, okay, also das heißt Elektro. Man kann es auch als Reinverbrenner sich natürlich konfigurieren und nutzen, aber das hier jetzt ist ein Hybrid. Ja. Sozusagen das Auto der Zukunft. Noch etwas um einiges moderner als damals in Zurück in die Zukunft. Exakt. Das ist dann hier der Flux-Kompensator mit Gaming. Man kann sich auch nur mit dem Auto unterhalten. Genau, richtig. Ja. Hallo Kit. So ähnlich. Ja, wir sagen kein Mercedes, aber ja. Ja, warum nicht? Da ist sie schon. Nicht schlecht. Also das, was man in den Filmen damals gesehen hat, lässt sich hier verwirklichen. Exakt, ja. Ja, alles klar. Danke. Sehr gerne. Dankeschön.